Immer wieder kommt mal die Frage auf, was der beste Tier 8 Premium Panzer so ist. Jeder hat da so seinen eigenen Favoriten und jeder hat da natürlich auch eigenen Geschmack. Aber ich muss sagen, der ES6 gehört für mich zumindest zu den Top 3, das ist ganz klar. Weil der ES6 ein verbessertes Matchmaking hat, er ist halt ein klassischer ES, hat also dementsprechend vernünftige Panzerung, ist ordentlich mobil und ja, das schätze ich sehr an ihm. Und jetzt schauen wir mal, was hier der Jojo 18 so mit dem Panzer anstellt. Karte ist Pilsen und er ist hier Top-Tier, also von dem her wird er wahrscheinlich nicht allzu viel Premium-Munition benötigen, weil natürlich mit einem 8er in einem 7er, 6er Gefecht, da sollte das ganz gut funktionieren und da kommt auch die Panzerung ordentlich zum Tragen. Er fährt jetzt auf die klassische Heavy-Linie, sag ich mal, 1er, 2er, 3er Linie, da sind die Heavys immer unterwegs. Und hier hat er schon den ersten Gegner, der T29, der bekommt ja auch gleich zwei dicke Hits, ist sogar gekettet, repariert nicht und fährt jetzt zurück. Das wird sein, oh, da hat er Glück gehabt, aber der dicke Max, der hat da nicht so viel Glück, weil der stand gut offen und da war es dann ganz schnell für ihn geschehen. So, der 50-100 ist da gefühlt am Rückzug. Ich denke mal, der wird im Reload sein. Die anderen Gegner kommen jetzt hier rechter Hand durch. Hat auch da den Abpraller vom T43 und da fährt er jetzt drauf. Und da kommt noch eine Hellcat. Aimt lange ein und dann gibt es halt die Schelle und der Alpha-Schaden ist halt wirklich sehr solide. Da hat er sich jetzt hier hinter die Trümmerteile gerettet. Dementsprechend musste der T3400 da lange nachkommen. Ah, hat ihn da jetzt ketten können und auch den Schaden. So, da kommt der CDC. Muss er aufpassen, da jetzt nicht zu aggressiv zu sein. Ist nämlich hier gerade ganz allein hier drin. Genau, schön überlegt. Erst ein bisschen Sidescrape. Und dann natürlich versuchen, den Schuss anzubringen. Schafft er jetzt gerade nicht. So, die Jungs, die warten hier alle. Aber jetzt kann er da dementsprechend ein bisschen aggressiver spielen, weil auch sein Team nachdrückt. Der Richtschütze ist da jetzt rausgeschossen worden. Den muss er jetzt also wieder beleben, dass er da weiterhin den Mann hat. So, jetzt kriegt auch der T43 seine Packung schön auf den Poppes. Und da der CDC. Der bekommt rein. So, jetzt lässt er den IS-3 da vor sich. Jetzt kann er den CDC rausnehmen, nimmt ihn das Munitionslager weg und fängt sich da jetzt leider in dem Augenblick noch den Schuss vom T-34 ein. Man sieht, der macht schon ordentlich Wumms. Der nervt ihn schon dementsprechend. Aber er fahrt dem jetzt hier nach. Da will er jetzt nicht nochmal hergeben. Jetzt muss er aufpassen. 50-100. Und er bleibt jetzt am Dreh 34-2 dran. Auto-Aim und alle Zeit der Welt. Dann nimmt er den auch raus. Ein voller IS-6, der da noch dasteht. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Der dürfte natürlich locker ein paar Hitpoints weniger haben, wenn es nach ihm geht. Da bin ich mir ganz sicher. Und jetzt kettet er den lediglich. So, ne, da muss er nachfahren. Jetzt jagen sie da den. Verlassen ihren Cap da dementsprechend. Ja, er fährt jetzt da nicht dem nach, sondern er will jetzt den Cap absichern. Deswegen fährt er jetzt hier wieder Richtung der Basis. Da hat er den T20. Ja, der T20 hat ihn zwar auch nochmal 224 Hitpoints gekostet, aber er hat den dann rausnehmen können. Jetzt muss er aufpassen natürlich. Gerade der Rheinmetall ist natürlich schon noch eine Hausnummer.
keine Ahnung, wo denn der Tiger sein soll. Da ist auf jeden Fall mal der Rheinmetall. So, der Rheinmetall ist hier abgeprallt, hat hier 17 Sekunden Reload. Also das heißt, er kann jetzt hier noch schön HE laden. Hat er jetzt drin. Und ja, da macht es dann natürlich ordentlich Rums. Und ja, da kann er auch den rausnehmen. Läuft phänomenal. 7 Kills hat er schon, also den Krieger direkt schon locker drin. Jetzt braucht er da noch einen für die Radley Walters. Er sagt, dass man doch auf ihn warten sollte, aber ich glaube, das bekommen die beiden da wahrscheinlich ganz gut alleine hin. Sieht zumindest so aus. Aber vielleicht kriegt er den Kill. Ja! Da kriegt er doch den Kill. Sehr schön. So, und der Tiger war zuletzt an dem Cap gesichtet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der AFK ist. Ja, wird auch geschrieben, Tiger AFK in Base. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für einen. Aber dadurch, dass er sich zumindest bewegt hat, der Tiger, wie man hier sieht, würde ich mal sagen, vielleicht ein Disconnect oder sonstiges. Also der ist jetzt nicht der typische AFKler. Ja, da braucht er sich auch gar nicht mehr großartig bewegen, sondern kann hier den Damage farmen. Vielleicht macht er auch noch den Kill klar. Jetzt wartet er. Ja, genau. Er wartet, bis er den Killshot machen kann. So jetzt. Und da holt er ihn sich. Absolut legitim. Und 6300 Schaden mit 9 Kills und 1700 geblockt. Und das lediglich in 6 Minuten 40. Sehr nice gemacht, sehr tolle Runde. Und 132.000 Credits hat er dafür ausgezahlt bekommen. Also, so soll es sein, so macht Spaß. Und ich denke, man hat gesehen, warum ich den 8er Premium so gern mag. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.